Das vorläufige Ergebnis steht fest. Von 3.694 Stimmberechtigten gingen 2.344 zur Wahl. Die Hälfte wäre 1.173. Nee, 72. 1.172 wäre die Hälfte. Auf Ludwig Alois entfielen 979. Auf Pfister Bernhard 300. Auf Rheinfelder Sigrid 891. Auf Schumpf Franz 169. Somit waren es 2.339 gültige, 5 waren ungültig. Es kommt also in 14 Tagen zu einer Stichwahl zwischen dem Ludwig Alois CSU und der Rheinfelder Sigrid Unabhängiger Bürgerblock.